Und zurück immer noch bei Simon 4 im Calypsos Laden, der nicht mehr so ganz er selber ist. Und wir marschieren jetzt, oder nee, wir reden nochmal mit Alex. Was willst du schon wieder? Ich muss leider gehen. Ach, okay. Ja, wir müssen gehen. Okay, das habe ich jetzt auch verstanden. Dann gehen wir und gucken uns hier noch weiter um. Das ist Calypsos Laden. Auf dem Schild steht Calypsos magisches Allerlei. Da steht nur Calypso. Ich habe jetzt gerade schon wieder meine Katze. Beasley? Oder ist es hier im Spiel? Herrje. Ich wette, hinter der Tür wartet bereits eine gut aussehende, willige Blondine, die vor Sehnsucht nach mir vergeht. Wieso hängt Fraps jetzt schon wieder so? Da fällt mir dieser Film ein. Angriff der Ja, okay. Die Ratte können wir uns nicht angucken. Ich wette, hinter der Tür wartet bereits eine gute... Ah, ja. Haustür, Haustür. Ich denke mal, da wird alles das Gleiche sein. So, was haben wir denn hier noch? Was zum was? Instrumentenbauer. Okay. Katzenschildchen. Das sacken wir doch direkt mal ein. Ich kann das jetzt nicht nehmen. Der Kerl beobachtet mich aus seinen kalten, schrecklichen Augen. Okay. Der Nachttopf. Ein Nachttopf. Den sollte ich mir wirklich genauer anschauen. Was? Ein Nacht... Ja, okay. Da oben ist der Tagtopf. Okay, dann reden wir erstmal mit dem Instrumentenbauer. Na, wie geht's? Danke, eigentlich ganz... Ja, gut. Schön für dich. Mir geht es leider gar nicht gut, wie könnte es auch. Ich bin Instrumentenbauer, das ist an sich schon der schwierigste und aufreibendste Beruf der Welt. Und jetzt hat der König auch noch alle Musik verboten. Für wen soll ich dann bitteschön noch Musikinstrumente bauen? Und du, was machst du so? Du hängst bestimmt den ganzen Tag nur rum, oder? Naja, ein Problem hat er wirklich. Ich bin... Was du nicht sagst, ich habe sogar noch einen zweiten Beruf. Ich bin Kunsthistoriker. Wenn sich in dieser Stadt auch nur eine arme Sau für Kunst interessieren würde, dann hätte ich bestimmt gut zu tun. Aber die Leute kümmern sich nur um ihre eigenen Probleme. Dabei sollten sie froh sein, einen derart ausgewiesenen Kunstexperten in der Stadt zu haben. Mhm. Naja, gut, zu Wort kommen lässt er uns jetzt nicht. Wem ge... Eine Katze hat mich auch verlassen. Tja, in einer schwierigen Phase zeigt sich eben, wer ein Freund ist und wer nicht. Da trifft es sich gut, dass ich das blöde Vieh sowieso nicht mochte. Ah, hier steht sogar noch ihr Napf. Sei so gut und schaff ihn weg. Ah ja, was? Jetzt doch? Mit Milch? Okay. Na, wie? Selbstmitleid, das ist auch so eine Sache. Die Leute sollten endlich aufhören, immer nur sich selbst zu bedauern. Alle denken nur an sich. Wer geht denn noch auf die anderen ein und hört ihnen zu? Und warum hilft eigentlich niemand mir? Ich gehe. So, geh jetzt bitte. Ich habe weder Lust noch Zeit, mir den ganzen Tag dein Geplapper anzuhören. Auf Wiedersehen. Ah ja. Okay, Fraps hat sich jetzt einigermaßen wieder gefangen. Abacus, das ist doch so ein Rechenschieber, oder? Das ist doch so ein Rechenschieber, oder? Ja, da. Das erinnert mich daran, dass ich in Mathe sowas von schlecht bin, dass der Abacus eigentlich auf der Stelle zu Staub zerfallen müsste, sobald ich ihn auch nur anfasse. Da, tatsächlich. Was? Der Abacus ist zersprungen. Jetzt habe ich nur noch diese blöden Holzperlen. Ach nö. Na toll. Na gut. Schauen wir uns hier weiter um. Das Gemälde mit dem Loser, der sein Dach mit einem Schirm geflickt hat. Passt prima hierher. Das muss irgendein komischer, arroganter Adeliger sein. Ein Schiff auf dem Meer. Sehr kreativ. Das Ding hat der Instrumentenbauer wohl vergeigt. Deshalb hat er die Gitarre an die Wand genagelt.
Ein Mann mit hochrotem Gesicht. Wahrscheinlich platzt er bald. Luft holen ist eben doch manchmal ganz sinnvoll. Das muss eine Art Familienwappen sein. Eine belanglose Stadtansicht. Das sagt mir gar nichts. Na gut. An dieser Werkbank werden Musikinstrumente gebaut, um damit unmusikalische Schulkinder zu foltern. Tja, ich glaube, das war's, oder? Na, jetzt hängt Fraps wieder. Freunde, es ist zum Kotzen, ehrlich. Ich weiß nicht, was Fraps in letzter Zeit hat. Die Festplatte ist leer und... naja. Gut, hallo, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Tja, jetzt sind wir eigentlich einmal hier komplett rum. Dem Wolf können wir auch nicht mehr reden. Wir hatten aber... Moment, genau. Marktplatz zur Stadt. Da ist das Schloss. Wieso bewegt der Kompass sich? Hey, wo geht der hin? Zum Flussufer, Trollbrücke, Wegkreuzung. Großmutter, warum hast du so große Augen? Gehen wir mal zur Wegkreuzung. Hat sich nicht viel geändert. Flussufer, Trollbrücke. Da war doch irgendwas mit Trollbrücke rechts. Immer geradeaus und dann, Terry Billix? Wie kommt der denn jetzt dahin? Ein Baum mit einem Loch im Stamm. Hoffentlich wohnt da keine alte, weise Eule drin. Sonst geht das wieder mit den Belehrungen los. Eule? Siehst du hier irgendwo eine Eule, Kleiner? Ach. Kleiner, und hier im Baumloch wohnt, was machst du da drin? Kleiner? Und das von jemandem, der in einem Baumloch wohnt? Was machst du da drin? Ich wohne hier, was sonst? Außerdem betreibe ich einen florierenden Versandhandel für magische Gegenstände. Meinen Katalog findest du in jedem gut sortierten Magieladen. Das liegt mir einfach mehr, als Händler auszurauben und Prinzessinnen zu entführen. Hört sich nicht sehr drachisch an. Kannst du wenigstens Feuer spucken? Oh, das kann ich. Ich kann es wirklich. Und irgendwie siehst du aus wie jemand, der mir im verkohlten Zustand besser gefallen könnte. Aha. Wie läuft das Geschäft? Bestens. Meine Höhle dehnt sich bereits weiträumig unter dem Baum aus. Bald muss ich wieder ausbauen, damit ich all meine Reichtümer unterbringen kann. Ich hoffe, du bist nicht neidisch. Falls doch, kann ich dir diesen neuen, von mir höchst selbst verfassten Ratgeber Reichtümer scheffeln für Einsteiger verkaufen. Für nur 99 Goldstücke und einen Kupferling gehört er dir. Oh, für 99 Goldstücke hätte ich ihn genommen, aber mit dem Kupferling wird es mir zu teuer. Erstmal haben. Hast du Appetit auf einen Happen Rotkäppchen? Igitt, wie unzivilisiert. Nur Wölfe fressen Menschen. Meinesgleichen kaut sie nur aus Notwehr. Ich muss noch was erledigen. Bis irgendwann mal. Okay, jetzt wissen wir also auch, wer hier wohnt. Hallo, Sim, das... wieso... Ein Händler für magisches und sonstiges allerlei, so wie man ihn in jedem gut sortierten Märchenwald findet. Klar. Das ist genauso schwachsinnig wie bei The Book of Unwritten Tales, wo wir die Charaktere gewechselt haben. Wieso müssen die immer auf eine bestimmte Position? Wieso kann man es nicht anders programmieren, dass er nicht jedes Mal nur auf einer bestimmten Stelle danach gucken kann? Der ist immer noch geschlossen in den tiefen Wald. Freunde, ich werde gleich auch mal Schluss machen, weil der Teil ist eh gleich vorüber. Weil Fraps hier nicht mehr mit sich arbeiten lässt. Da ist wieder Großmami. Nadelkissen, kann ich nochmal mit ihr reden? Ei, da ist ja der liebe Simon wieder. Bist du die böse Hexe aus dem Märchen? Bist du die böse Hexe aus dem Märchen? Aus welchem Märchen? Das mit dem Lebkuchenhaus zum Beispiel.
Sieht dieses Haus hier etwa essbar aus? Entweder du beißt rein und machst deine eigenen Erfahrungen, oder du stellst nicht mehr solche dummen Fragen. Ei, ei, und schon ist der liebe Simon wieder weg. Impertinenter Lausebengel. Kuckuck, kuckuck. Och nö, das ist doch nicht wahr. Okay, dann gehen wir mal zur Schreinerwerkstatt. Was gibt's denn hier Neues? Ach, Skateboard, sie hat aufgehört. Können wir es nehmen? Finger weg, sonst trete ich dir dahin, wo es so richtig weh tut. Also wirklich, wie kann man nur so brutal veranlagt sein? Sie spricht wieder mit uns. Na okay, dann reden wir mit ihrer Mutter. Oh, Fraps, Mann. Aha, lässt du dich also auch mal wieder blicken. Nun gut, ich habe hier einen Korb für die liebe Oma. Sie wartet schon sehnsüchtig. Hä? Oh, das geht nicht. Es tut mir leid, aber ich kann nicht länger die Körbe zur Hex... zur Oma bringen. So, glaubst du? Und warum? Wieso hab ich doch schon? Hat gesagt, dass sie sich in die Zukunft gerne erledigen will. Schick doch deinen Mann zur Oma, er ist ja schließlich... Deine Tochter hat gesagt, dass sie das in Zukunft gerne erledigen will. Wirklich? Oh, meine Lea ist so ein nettes Mädchen, so verantwortungsbewusst und anständig. Du solltest dir an ihr ein Beispiel nehmen. Anständig? Einen anständigen Schaden hat die Göre, das ist wahr. Wie kannst du es wagen, so von meiner Lea zu reden? Geh mir aus den Augen. Wenigstens bin ich jetzt diesen Botenjob los. Okay, das war vielleicht nicht so gut. Nein, wieso? Ich hab... Guten Tag, Simon. Hast du eigentlich keine Angst, wenn du dein kleines Töchterlein allein in den Wald schickst? Ach, um meine Lea muss ich mir keine Sorgen machen. Sie weiß, dass sie sich von Fremden nicht ansprechen lassen soll. Außerdem habe ich ihr ein Pfefferspray mitgegeben. Ich gehe da mal wieder. Schönen Tag auch. Wieso wackelt die ganze Zeit der Stuhl? Ich meine, es ist ein Schaukelstuhl, ja, aber schon komisch. Was gibt's? Was gibt's? Wollte nur anmerken, dass ich dir die Sache mit dem Garnickel nicht verzeihe. Wie deine Sünden wirst auf die komischen Gefilde für dich sehen in der Hexe, weil so viel Großartig ist. Ich wollte nur anmerken, dass ich dir die Sache mit dem Karnickel nicht verzeihe, du Mistgöre. Oh, toll, du willst dich rächen. Dann bekomme ich endlich mal Mamas neues Nudelholz in Aktion zu sehen. Warte nur ab. Deine Seele ist so schwarz wie deine Kappe. Für deine Sünden wirst du auf ewig in dämonischen Gefilden vor dich hinsiechen, du Hexe. Bei so viel Bosheit werde ich direkt lyrisch. Was sagst du? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Mal wieder. Bis dann. Wie nett. Göre. Grüß dich, Simon. Was machst du hier? Schickt meine Frau Gemahlin meiner Mutter etwa schon wieder einen Korb mit Essen? Hm. Ich halte dich lieber nicht länger von der Arbeit ab. Ach. Gut, das depressive Huhn ist, Dumme Hühner kenne ich genügend, aber dieses hier wirkt, als hätte es regelrecht Depressionen. Na gut. Dann schauen wir noch ganz kurz bei der Holzfällerhütte vorbei und dann machen wir auch Schluss. Dann hat Fraps Zeit, sich ein bisschen zu regenerieren und ich hab dann auch wieder Arbeit. Dark Simon. Oh. Hallo. Ich höre Axtmörder, was? Du bist nicht zufällig ein psychopathischer Axtmörder, oder? Warum? Nur weil ich meiner Axt einen Namen gegeben habe? Das ist zumindest ungewöhnlich. Wie heißt sie denn? Axt. Glinde. Kreativität ist nicht eine meiner größten Stärken, wie du merkst. Ich mache mich wieder auf die Socken. Naja, ich hätte jetzt auf Sieglinde getippt. Holztisch, Holzbank, Blockhütte, Baumstämme, naja, Freunde, Zaun. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das einmal wieder mit Simon the Sorcerer, der vierte Akt, und
Ich hoffe, im nächsten Teil kommen wir dann nicht auch weiter und dann auch wieder mit der Unterstützung von Fraps. Also bis dahin, NFWBoy18, adieu.